Gut, dann probieren wir's. Und Daumen drücken. Ich hätte lachen, wenn er uns wieder genau auf dieselbe Welt schmeißt. Ne? Du wirst lachen, der Gedanke geht mir auch gerade durch den Kopf. Ja, aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Weil das war ein Trick, den du früher nutzen musstest. Die Händler hatten ja nur bestimmte Baupläne. Und wenn du ganz genau wusstest, Händler XY hat einen Bauplan, den du willst, Hauptmenü, Welt betreten, bis du den Händler hattest. Mhm. Und in der Regel, du warst immer bei einem anderen. Ach ja, mein Camp ist ja weg. Wieso? Nö, normal nicht. Zeig doch nicht an, ich muss es neu setzen. Stimmt. Bei mir auch? Jo. Was soll denn der Scheiß? Nee. Nein, Korrektur, nein. Da kommt's. Baut sich nur Schweine langsam auf. Ich dachte gerade. Und ich bin 20 Meter entfernt gespawnt. Das ist auch normal. Du kannst Pech haben, wenn du an einem Berg baust, dass du so spawnst, jedes Mal, wenn du die Welt betrittst, dass du einen Schritt machst und runterknallst und Schaden kriegst. Auch nicht schlecht. Ich kenne da jemanden, ja. Schon getestet. Da kommt jedes. Nee, ich kenne jemanden. Da kommt jedes Mal Freude auf beim Reingehen. Weil der Spawnpunkt so nett ist. Na dann. Mhm. Hatte ich da was gefunden? Nee, gell? Maus wollte mehr was nicht wegnehmen. Es gehst auf den Menüeintrag und kommst einfach nicht auf den drunter. Also. Mit den Tasten ging es dann. Gut. Jetzt habe ich den Mikro hoch, aber auch nicht schlecht. Nächstes Haus. Warte mal, ich will mal noch ein bisschen Munition machen. Wobei, wir haben ja eigentlich ein... Uns wurde ja da drinnen eine Mission angezeigt, ne? Mhm. Die heraus... Fragt sich jetzt bloß wo. Aber die wird heraus nicht angezeigt, witzigerweise. Oder wir haben sie nicht mehr. Durchs Weltwechseln, das wäre natürlich ziemlich... Ja... Wir haben bloß die zwei Standardaufgaben hier. Hau doch ab, Junge. Ah, Christian hat Spaß. Das erklärt's. Hab nichts gemacht. Nö, ich hab auch nichts gesehen. Ich alles gut. Mann. Ich schau da jetzt nur mal eine, ob uns das da drinnen, ob mir das da drin noch mal angezeigt wird. Okay. Kann sein, dass wir dann, wenn es so ist, alle noch mal rein müssen, aber wissen wir gleich. Seid ihr bei dem Haus wieder? Ja. Jo. Gut, ich komm hin. Das ist, wir müssen reden. Nö, aber das Witzige ist, es wird, wenn du unten schaust, in der Leiste, sage ich jetzt einmal, wird bei der Tür so Missionssymbol anzeigt. Ja, das kann auf alle anderen bezogen sein, weil der raus muss, um die machen zu können.
Aber Christian ist drinnen, ne? Ich bin gerade außer. Ich bin gerade am Weg raus. Ach so. Das könnte das mit der Verbindungsparty sein. Ach nee, oben ist hier. Begib dich zum Lager Louis. Das war, glaube ich, vorhin das, was er aktiviert hatte. In welche Richtung? Straße hoch zu ist oder? Straße hoch zu. Im. Nee, ich meinte, wo wir weiter looten. Ach so. Fuck, ja. Nicht. Weil sonst kommen wir ja ganz durcheinander irgendwann. Jo. Hi. Schon mal bessere Zeiten gesehen, ha? Mhm, die ist ein bisschen arg abgemagert. Hier ist nicht viel zu holen, ne? 5.10.77. Lesen. Lieber Steve, ich habe das Vault-Verzeichnis geknackt. Sieht nicht gut aus. Sag Mann, dass sie nicht annehmen soll. Ich komme bald wieder nach Hause. Wir sehen uns. Mills. Ja. Bin schon weg. Nö, geht nicht. Marov steht genau drauf, deshalb funktioniert es nicht. Schon weg. Was sagen? Bei mir wird da drin nichts angezeigt. Ich sehe zwar einen Zettel, aber... Das hatten wir doch letztens schon mal, ne? Ah ja. Wo sind die Keycard gegen? Bei mir hat es funktioniert, als ich mich hingehockt habe. Ja, genau, das war der Zettel aus der Hundehütte. Ja, und das andere war die Keycard, die ich nicht gekriegt habe, ums Verrecken nicht. Kamst du jetzt wieder nicht ran? Nein. Selbst mit Hocken nicht. So. Ich gehe runter und... Na da. Okay, unklar. Da gibt's nichts. Wo ist Christian jetzt da? Mach da hin. Ich bin einfach nur die Straßen weitergegangen. Haufen Klebeband liegt hier rum. Was? Ich habe hier, das ist jetzt siebte oder achte Klebebandrolle, die ich mitnehme. Panzertape. Bin ich da jetzt? Das ist eine Studentenstadt. Bin ich da jetzt da wirklich vorbeigerannt? Weiß ich nicht. Ja. Bin ich. Liegen bei dir auch, ja? Nö. Ah, hier gibt's ein Holo zum Anhören. Bei mir liegt doch gar nichts. Gehen wir mal zum Bob. Ja, da war er gerade gewesen. Jo. So, 3, 2, 1, wieder gar nichts. In letzter Zeit geht es mir viel besser. Ich lebe in einer WG mit wunderbaren Mitbewohnern und ich habe meinen Traumjob an der VTU als echter Vault-Designer in Vollzeit. Forschungsabteilung, kompletter Zugang. Davon habe ich mein ganzes Leben geträumt. So viel kreative Freiheit gibt es sonst nirgends in dieser Branche. Mein Auto läuft super, meine Kollegen sind super. Mit den Studenten habe ich nicht so viel zu tun, aber sie sind wirklich aufgeweckt und erinnern mich an mich selber. Morgantown ist nicht Seattle, aber dank der Arbeit könnte es mir hier nicht besser gehen. Ich glaube, ich werde hier ziemlich erfolgreich sein. Ich kann es kaum abwarten, was die Zukunft bringen mag. Naja. Hm. Man hat ja gesehen, was die Zukunft gebraucht hat. Nicht viel Nettes. Richtig. Und wenn dem eh, mit was geht, also. Es gibt nichts, was man nicht liegen lassen. Mhm. Oh! Was denn? Oh! Was denn? Och. Der muss unter dem Auto eingeschlafen sein. Richtig. Leicht überarbeitet. So schaut man also aus, wenn man überarbeitet ist. Verstehe.
Ja, das gibt's bei uns in der Branche nicht, das wissen wir doch. So. Bei uns heißt es dann nur, warum bist du noch nicht fertig? Ist richtig, ja. Oder ohne dich gibt's den Fehler doch gar nicht. Richtig. Ja, ja, ja. Also ich würde mir eine andere Babysitterin organisieren, aber... Das ist ein bisschen lustlos. Oh! Ja, ja, extra für dich. Dankeschön. Gut, habe ich Munition gespart. Ja, die Trainingsrunden mit Christian haben sich bewährt. Hä? Destiny. Also. Na, wenn du vor mir stehst, kann ich ja mal schießen. Ich glaube, da wärst du glücklich. Glaubst du, dass er da glücklich wäre? Nö, deshalb habe ich es ja gesagt. Also kann ich nicht schießen. Hey, das muss doch das neue Fahrzeug von VW hier sein, ne? Was hatten sie geschrieben? Das Fahrzeug, das Auto, das lächelt. Okay, als ich das gehört habe, dachte ich, die wollen mich verarschen. Naja, Ford hat ja auch schon einmal so ein Fahrzeug rausgebracht. Ja, den Car. Genau. Der hat ja auch gelächelt. Na, aber der war irgendwie was anderes. Würde ich auch sagen, dass der ein bisschen anders war. Ja, jetzt wirst du aber kleinlich, ich mein. Der war klein und knuffig. Oder hier, Renault Twingo, ne? Mhm. Der war ja auch so der Erste. Kein Holz zum Looten? Ich fühle mich gedisst. Nee, aber ich kann den Gehstock wegnehmen. Gut. Da kriegst du auch Holz raus. Okay. Was denn? Nichts, nichts. Ich sammle bloß schon mal für Mauro nachher. Oje. Dann weiß ich ja wieder, was es ist. Hast du wieder... Ihr sollt nicht immer meine Sucht unterstützen. Doch, 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 doch. Nein, wir nein, wollen nein, dir nein. Nur Gutes tun. Hallo. Mhm. Ich meine... Hier ist eine Postkarte zum Lesen. Ja. Fragt sich bloß wieder, wo ist hier? Ja. Die Seite von dem Haus, wo du den Alkohol gelootet hast. Aha. Postkarte von Großmutter. Liebe Sibyl, ich habe von deinen Leistungen an deiner neuen Schule gehört und bin unglaublich stolz auf dich. Du bist die erste Frau unserer Generation, die ans College geht. Vergiss nie, dass ich dich lieb habe und mich wahnsinnig für dich und deine Zukunft freue. Lass dich ganz doll drücken. Deine Oma... Davy. Nee, Daisy. Davy. Nee, warte mal, das zweite könnte ein V oder ein das Y war, sein, ne? Das kann beides ein Y sein. Das wird da ein Nachname sein, denke ich mal. Ja. Da bin ich bei dir schon wieder verschwunden, Christoph. Bob. Ich bin ja gar nicht rangekommen. Aber jetzt kommst du ran, ja? Ja. Hier muss doch was zu futtern sein. Das denke kann, doch nicht nur Alk, kann doch nicht nur Alk sein. Weißt, und wenn einfach irgendwo ein paar depperte Mutterbären umeinander stängen. Ja. Aber ja. Nicht einmal das. Also müssen wir doch die Anwesenden im Chat vernaschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich schmeiß schon mal den Großgrill an. Bedenklich. Da müssen wir uns in Sicherheit bringen. Mir gefällt ja der Schreibtisch. Kann ich den mitnehmen fürs Häuschen? Nein, kann ich nicht mitnehmen. Nö, wieso auch? Ist auch hinten nichts rum, ne? Ist nix. Nö.
Wobei man meinen sollte, mit unseren Waffen, das doch bloß mit Holz verbarrikadiert, da müsste man reinkommen, aber nö. Soweit die Theorie. Soweit die Theorie. Maro? Ja. Ich hätte einen Safe für dich. Ich komm gleich, Sekunde. Ich muss erstmal den Pümpel hier hinten wegnehmen. Sonst fühle ich mich einsam. Wo stehst du denn? Guck mal hier unten. Oh, schön. Unser Besitzer liegt daneben. Mhm, wie sie das gehört. Der Pastor war nicht immer wirklich drauf auf. Ich meine, so. Na, unser Vorteil. Das ist richtig. Außer es wäre jetzt bloß ein Pümpel drin. Ja, gut. Ja, ist offen. Das Wichtigste war das vergoldete Sturmfeuerzeug. Nee, ich hab da gerade was ganz Interessantes gekriegt. Ich will das Ding mal testen. Ist wieder eine Hundehütte. Und Hundefutter in der Dose. Lecker. Davon ernähre ich mich schon die ganze Zeit. So. Ich will hier rein, ich darf nicht. Wo war Hundefutter? Im Nachbarhaus da hinten ist eine. Ja, aber kriegt unser einer ja nicht mehr. Da kommen wir rein. Ich hab dann einen Oberschenkel. Was ich auch immer damit machen soll. Nagen. Ja. So viel habe ich. Auf das wird's hinauslaufen. Du musst mir zu denken, gibt das Ding hier das abgeschlossen, ne? Der Mannschaftstransporter hier. Ja. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da wartet man dann drauf, dass er rausspringt und schreit Überraschung. Bum, bum, genau. Tot. Wir begrüßen Sie zur neuen Konzert der Gruppe Kalaschnikow mit dem Lied Bum, bum, bum. Ich frage mich, wie die da reingekommen sind. Na ja, gucken wir uns mal den Bus an. Och, hier sitzen ja noch ein paar Passagiere drin. Ticketkontrolle. Hab ich schon erledigt. Alle erschossen, die kein Ticket hatten. Sehr brav. Sehr brav. Und damit das auch passt, warte mal kurz. Ja, sehe ich nicht fesch aus. Guten Tag, allgemeine Fahrzeugkontrolle. Da herum auf der Terrasse liegt noch ein bisschen was. Oh, hier ist ja ein Briefkasten, hab ich den übersehen? Oh, er ist leer. War Bob schon wieder dran? Nö. Er war bei mir nämlich auch schon leer. Bei mir doch auch. Ihr wisst doch, die plünderbaren Sachen, da kriegt jeder was anderes, bis auf das, was rumsteht. Okay, na, das also war ein anderer Briefkasten. Bei mir war in dem was drin. Siehst du, bei uns war er leer. Warum geht man mit einem weißen Teller und einer Babyrassel auf Reisen? Ich verstehe das nicht. Das weiß ich auch nicht. Na, das wirkt, hä? Hey? Jogginganzug und Polizeimütze. Oh, ein Red Rocket. Da ahne ich doch was. Naja, ein Hundenapf zum Hundefutter, nett. Benzinkanister. Kombischlüssel. Spielkugeln. Bierflasche. Ja,
Da war ein Bob schon dran. Irgendwas. Oh! Gäste. Alter, das Ding verzirkt. Das ist abnormal. Die goldene Taschenuhr. Hier draußen ist eine Rüstungswerkbank. Und drinnen ist Kisten. Okay, sehr schön. Ups. Nimm ich die mit. Ja, also ich wäre fertig. So, wir sind jetzt faktisch da oben umgegangen und da oben, sehe ich das richtig? Ja. Genau. Also theoretisch das große Gebäude dahinter. Ich muss vielleicht nochmal kurz zum. Tabakkiste. Okay, wir haben die Highschool entdeckt, waren aber noch immer nicht auf der Uni. Gut, man sollte, ja. Aber da haben wir ja auch eine Aufgabe, also passt. So, ah ja, stimmt. Da haben wir ja was zu tun. Oh jo. Ich schau vorher das Außengelände durch. Ah ja, auf jeden Fall. Da gibt's ist da irgendwas die, drin? Da kann man die Feuerleiter dann raufgehen. Jetzt nicht mehr. Was? Ich meinte, jetzt ist im Bus nichts mehr. Ach so. Weiter gibt's auf dem Dach nichts, hm? Ich bin erstmal in den Bussen unterwegs. Ich komm gleich nach. Ich war am Dach noch nicht oben. Ich schau jetzt damit, dass ich alles, was da so ebenerdig heraus ist, und dann geh rauf. Nö. Ich komm wieder runter, da ist gar nichts. Langweilig. Mhm. Und wie? Ob die Schüler mit dem Mannschaftstransport gekommen sind? Schaut nicht so aus. Nicht? Nee. Ich habe das Autopsie-Brettspiel mal wieder gefunden. Das hat man letztens schon mal. Okay. Und einen verbrannten Manta-Man-Comic.
der Bus ist ja wirklich leer. Was ist denn der Kack? Hallo? Ja. Hat Bob alles schon außerhalb des Streams ausgeräumt. Also ich denke mal... Er hat vorgelootet. Ich denke mal, in einer Highschool, da muss doch urviel Kram da durch die Gegend liegen. Da ist nix. Ihr hattet gesagt, auf dem Dach war was. Okay, da haben sie sogar die Sitze ausgebaut aus dem Bus. Jo. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Was schnaufst du? Über die Feuerleitung. Ja, mich hatte dieser Steg da auf dem Bus jetzt ein bisschen verleitet. Danke, Maro. Wegen was? Hast du gerade diese komische Figur da zerstört? Nö. Ich bin oben auf dem Dach. Ja, na, vorher, bis du vorbeigegangen bist. Nö. Richtig. Bob schießt immer so gerne auf die, weil die so schön hinterher strahlen. Mhm. Hey? Schon lang nicht mehr. Was? Das erzählst du mir jetzt erst? Ich habe keine Ahnung, also ich war es jedenfalls nicht. Wer hat mich beim Flughafen X mal reinlaufen lassen, hm? Ich nicht. Mhm. Ich hab sowas von gestrahlt. Ja. Okay, also das Dach ist... ja. Ich hab doch gesagt, da gibt's nichts. Ihr wart aber auch auf der zweiten Ebene schon, ne? Also hier im Nachbarhaus. Hier ist oder? Nachbarhaus. Du kannst hier hinten, wie es aussieht, wenn... Wo bist du denn? Bist du oben auf dem Dach? Ja. Dann komm doch mal bitte mit. Wie sieht so aus, dass du hier auf die andere... hinten, wenn du hier diese kleine Treppe runtergehst, gleich auf das nächste springen kannst. Ah, da. Ohne, dass du erst nochmal runter musst. Ja, okay. Jetzt war's. Alles genauso leer hier oben. Na gut. Na dann hat sich das ja gelohnt darüber. Ja. Aber wenn man nicht nachschaut, wird man es nicht wissen. So, gut, dann. Ich komme erstmal runter. Ja, ich bin am Weg zum Bob, wann er noch vorhin steht, wohlgemerkt. Ich krieg Drehbogen. Ich drehe immer noch Däumchen. Also ja.